Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Schick, Sie haben ja gerade unser Durchhaltevermögen gestern ein bisschen bemängelt. Wir hätten gestern Abend durchaus auch noch länger durchgehalten und bei den regierungstragenden Fraktionen waren auch die Fraktionsspitzen noch bis zum Ende der Plenarsitzung vertreten, nur um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wie haben wir in der letzten Zeit, es ist ja tatsächlich ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, wie haben wir in der letzten Zeit über Breitbandpolitik debattiert, hier in diesem Hohen Haus. Das hat sich doch verändert. Am Anfang hat die Opposition von uns immer Bekenntnisse gefordert, dass Breitband wichtig ist. Das war schon immer Konsens, sie haben das dann trotzdem beantragt. Dann haben sie uns vorgeworfen, wir hätten unrealistische Ziele. Wohlgemerkt, wir als Land haben uns dem Ziel der Bundesregierung angeschlossen. Sie wollten das Land schlecht reden und Fakten stören dabei nur. So, und jetzt zeichnet sich ab, dass diese Ziele eben nicht unrealistisch sind, wenn alle Ebenen endlich gemeinsam sich dieser Aufgabe stellen, eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur herzustellen und diese dann auch gemeinsam angehen. Und dann kommt der typische Oppositionsreflex. Dann ist nicht mehr die Erreichung der Ziele das Problem, dann erklärt man einfach die Ziele für doof. Tja, so, selbstverständlich, lieber Kollege Marsching, selbstverständlich sind Glasfasernetze leistungsfähiger als Kupfer, leistungsfähiger als die Übergangstechnologien, die wir kennen. Das ist völlig klar. Diejenigen, die sich mit der Thematik nicht so intensiv beschäftigt haben im Vorfeld, wissen das spätestens seit der MIKUS-Studie. So, aber zu einer Strategie fürs ganze Land gehört doch auch, dass man in bestimmten Situationen auch die richtige Lösung finden muss. Wir können heute nicht absehen, wann genau sich ein flächendeckender Bedarf an Glasfaser eingestellt haben wird, aber dass es ihn geben wird, da bin ich sicher. Wir dürfen aber, glaube ich, an dieser Stelle einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht die beiden Ziele, den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft zu gestalten, dagegen ausspielen, dass wir auch einen Übergang brauchen. Breitbandversorgung ist schon heute eine soziale, ökonomische und demografische Überlebensfrage, gerade für Kommunen, gerade für Betriebe im ländlichen Raum. Diese Frage stellt sich an vielen Orten. Und da können wir doch nicht hingehen und sagen, habt Geduld, bis wir unsere bei Ihnen auf 10 Jahre angelegte Glasfaserstrategie umgesetzt haben und dann wird alles gut. Nein, da muss man doch natürlich sich hinstellen und gemeinsam den Übergang gestalten, sonst verlieren wir da ganze Regionen. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen vernünftige Übergänge definieren und die Entwicklung vorantreiben. Genau das passiert gerade. Genau dafür wird gerade eine Strategie entwickelt und das ist auch vernünftig. Dass man natürlich in einem liberalisierten Markt beachten muss, dass die Hauptlast immer noch bei den Anbietern liegt, das ist völlig klar. Wir setzen als Land kluge Impulse, auch das haben wir Ihnen jetzt mehrfach erklärt. Wir haben Mittel aus EFRE, wir haben Mittel aus GAW-RWP, wir haben Mittel aus GAK-ELA, wir haben das Kommunalinvestitionsfördergesetz und, wenn der Bund dann endlich die Voraussetzungen geschaffen hat, auch Mittel aus der digitalen Dividende. Daraus werden wir Impulse setzen, daraus werden wir die Entwicklung selbstverständlich vorantreiben. Aber klar ist auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir vernünftige Bedingungen für den Breitbandausbau brauchen. Eine nachhaltige Netzerneuerung, wie das die MIKUS-Studie vorschlägt, ist eben nur dann möglich. Auch das haben wir jetzt hier mehrfach an dieser Stelle besprochen. Auch das ist nur dann möglich, wenn wir über die Kostensenkungsrichtlinie gute Bedingungen für die Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen haben. Da brauchen wir endlich einen funktionstüchtigen Regulierungsrahmen. Der Ausbau darf nicht aufgrund, und da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht, Kollege Marsching, der Ausbau darf nicht aufgrund loser Versprechungen eines einzelnen Anbieters zu einer Remonopolisierung führen. Und genau da ist die Strategie des Bundes, gerade da ist die Strategie von Herrn Dobrindt eben falsch angelegt, gerade jetzt Stichwort Vectoring im Nahbereich.
So, und nicht zuletzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen sie, meine immer wieder wiederholte Forderung, dass es endlich auch eine angemessene Beteiligung des Bundes geben muss, und zwar außerhalb von Sondereffekten, außerhalb der bestehenden Strukturfonds. Der Bund muss sich fair und auskömmlich an der Generationenaufgabe Breitbandausbau beteiligen. Ich fand es gut, Herr Kollege Bombis, dass Sie das in Ihrem Antrag auch in dieser Deutlichkeit mal aufgegriffen haben. Die Strategie wird am runden Tisch mitgestaltet. Dazu ist schon einiges gesagt worden. Und ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Und ich freue mich auf die Debatte, wie wir diesen Weg gemeinsam weitergehen können. Herzlichen Dank.